So, meine Gruselfreunde, hallo und herzlich willkommen hier zurück bei Liars of Fear, Folge Nummer 4, hier im Anschluss an diesen perversen Albtraum im Kinderzimmer in der letzten Folge. Sind wir jetzt hier wieder am Start? Das hat das Level übrigens nicht, hier gab es kein Safe Game, ich musste jetzt den Albtraum gerade alleine nochmal durchleben. Bin jetzt hier wieder mit euch zusammen dabei. Und jetzt liegt hier so eine Art, was liegt hier denn? This was a special brush, like a Ah. horsehair brush, but different. At that point, I hesitated. Will this really work? Fuck it. I was already halfway through, and besides, it's not like I can just put it all back and forget the whole thing. Okay, das scheint unser nächstes Objekt zu sein, oder? Eine Art Pferdehaarpinsel, aber doch irgendwie anders. Ich habe gerade eine kleine Vermutung, was das für Haare sein könnten. Was zum? Oh, ist das eklig. Boah, ich habe das gerade kaum realisiert, dass das ein Kinderkopf war, aber ii. Ist das widerlich. Alter, ey. Ich habe so eine kleine Vermutung, was das für Haare sein könnten. Vielleicht sind das gar keine Pferdehaare, vielleicht sind das Menschenhaare. Kann ich mir gerade gut vorstellen bei diesem Spiel. Weil hier ging auf jeden Fall in diesem Haus irgendwas sehr Komisches vor sich. Okay, dieses Zimmer verändert sich auch immer mehr, ne? Hier wird es auch immer schlimmer irgendwie. Gone. Können wir unser Bild weitermalen? So langsam, naja, ich kann immer noch nicht so richtig erkennen, was das jetzt hier sein soll. Aber es sieht nach einer Person aus. Können wir uns hier auch. Ah, this was a special brush. Brush. Like a horsehair brush. Okay, ich kann mir echt vorstellen, dass das wirklich nicht wirklich Pferdehaare sind. Sondern was ziemlich anderes. Gone. Das sieht doch schon wieder nach einem Jumpscare aus hier, Freunde. Da habe ich nur begrenzt Bock drauf. Hickory dickory dock. The mouse ran up the clock. The clock struck one. Four ran down. Hickory dickory dock. Okay. Ich mag es echt überhaupt nicht, wenn wir zurückgehen müssen. Hallo? Ist hier jemand? Oder etwas? Hier knarzt es absolut. Die Tür. Die Tür ging auf. Da ging noch gerade eine Tür auf. Irgendein Zettel. Floor Creepers. Traps in the floor. Devouring my food. Afraid to walk. Die Ratten haben hier echt einen ziemlich wichtigen Stand in diesem Spiel irgendwie. Oh Gott. Was sind das wieder für ein Zimmer, ey? Es wird immer kranker in diesem Spiel, wirklich. Durchsuche gerne die Schränke. Obwohl ich langsam denke, dass wir nichts Wichtiges in diesen finden werden. Okay. Oh! Oh, was, wo bin ich? Oh! Alter, was? Ah! Boah, ist das unangenehm. Oh Gott, wo bin ich? Was zur Hölle?
Und jetzt? Ist ja Albtraum, ne? Dieser absolute Albtraum. Ach, widerlich. Freunde, Liars of Fear, wirklich eins der krankesten Spiele, die ich bisher so, also es hat viel Eigenes. Das Horrorspiel hat viel Eigenes. Hier kommt viel, was man noch nie gesehen hat, auf jeden Fall. Oh, for fuck's sake! Could someone shut up that damn dog? Maulkorb. Squeaking behind the walls is bad enough. Maulkorb, okay. Oh, wir kommen immer wieder in Räume, wo wir schon waren. Und wissen nie so wirklich, wo es jetzt lang geht. Ich sehe noch einen Zettel. Canvas Crawlers. Mess of Pulsating. Poison Paint. Okay. Fire Fuse Lotion. Final Solution. Ey, ich kann das echt. Manchmal verschwimmen so Buchstaben. Bei dieser komischen Schrift in 1. So habe ich jetzt. Boah. So habe ich Slotion gelesen, obwohl es Solution heißt. Mann. Was ist denn das für ein Bild? Was zur Hölle? Was bist du denn? Oh, fuck. Hallo? Alter. Ih, Ratten! Oh, ist das eklig. Oh. Ey, was geht in diesem Haus vor? Ist das. Das kann doch nicht wahr sein. Lange Gänge. Unsere Lieblingsbeschäftigung in Horrorspielen. War das gerade eine geile Szene oder was? Widerlich ohne Ende. Mach mal lieber die Tür zu. Alter, was? Ich hätte wohl doch in die andere Richtung gucken sollen, oder? Mann, es tut mir leid, ich habe echt den Überblick jetzt langsam komplett verloren. Ich weiß überhaupt nicht mehr, wo ich bin. Ich weiß nur, dass mein Ziel ist, dieses Bild zu vollenden. Nein. Oh! Oh! Alter, tropft hier gerade wirklich Blut von der Decke. Is it all worth it? Oh Gott. Oh, ich will hier raus, ehrlich. Oh! Don't look back. Doch, ich tue es. Scheiße! Ich hätte auf den Rat hören sollen und nicht zurücksehen. Aber natürlich will man wissen, was da passiert, wenn man zurückguckt, logischerweise. Das Spiel scheint so langsam an Fahrt zuzulegen. Das ist doch ein anderer Raum als gerade eben, oder? War unsere Entscheidung, hat unsere Entscheidung doch nach hinten zu sehen, hat wohl doch irgendwie Einfluss genommen. Der Spielverlauf hat sich geändert. Ganz ehrlich. Wo kommen denn diese Stimmen her? Oh Gott. Oh, eine geheime Tür. Okay, was müssen wir jetzt hier tun? Oh Gott, ich glaube, ich habe gerade jemanden wehgetan.
Oh Gott, was, was? Was zur Hölle? Was ist das für ein Raum? Wir tun ja irgendjemanden mit diesen... Ich weiß nicht, ob das ein Folterwerkzeug ist. Die Tür ist weg. Scheiße. Ich kann nur noch mal dran ziehen, oder? Ne, jetzt nicht mehr. Ah, okay. Jetzt geht die Tür auf. Ey, jetzt ist es absolut dunkel. Ich sehe gar nichts. Hallo? Alter, ist das schwarz hier. Oh. Überall sind hier Ratten. Überall. Or just the second. Ach, das kann ich ja kaum lesen. Let's consider our options. Knife. Pros. Quick. Personal. Painful. Cons. Too messy. Might not have the strength to pull it off. Okay. Painkiller Overdose. Gun. Red Poison. Das scheinen wohl Art und Weisen zu sein, jemanden effektiv umzubringen. Fucking took it from me! My gift! I want it back, you hear me? I will bring you back! Drag if I have to! I will make it right, honey, I promise! I will make you right! Oh Mann. Was geht hier nur schief, ey? Was hat dieser Künstler. Was ist in diesem Haus geschehen, Freunde? Wir lüften das Geheimnis langsam. Irgendjemand hat schon mal Pros und Cons aufgezählt, einen Menschen umzubringen. Da frage ich mich immer noch, wer das war. So langsam kommt mir so ein bisschen die Idee, dass wir das entweder selbst waren oder halt der Künstler, der in diesem Haus gewohnt hat. Und jetzt? Oh, komm schon. Oh, komm schon. Oh nein, irgendwas. Da ist doch was. Oh, scheiße. Oh nein. Oh, komm schon. Ich hab doch Frau und Kinder. Ah! Oh, fuck. Ey, dieses Spiel, ne? Dieses verkackte Spiel. Wie wird das enden? Ich hoffe wirklich, dass wir am Ende rausfinden, was hier überhaupt los war. Oh. Ist klar. Ich stehe auf Kinder, ich stehe auf Puppen. All sowas ist echt, das ist immer geil. Gerade in Horrorspielen. Ich mag sowas. Oh, verpiss dich. Ist das ein Babykopf? Was ist denn das Rote hier? Ich kann es echt nicht erkennen, ne? Was das sein soll. Die Tür nicht zumachen? Hallo? Hallo, hallo? Mal die Tür zu, ich will mal sehen, was das hier ist. Hä? Ich kann es wirklich überhaupt gar nicht erkennen. Okay, gut, dann lassen wir es halt.
Und wieder weint die gute Frau. Ja, ich mag sie nicht. Oh Gott. Wird sie uns umbringen, wenn wir da reingehen? Kuckuck! Oh. Oh Gott, nein. Komm mal hier durch. Soll ich mich nähern? Soll ich mich nicht nähern? Ich näher mich. Okay. Besuch ist wohl nicht erwünscht. Ich habe verstanden. Theoretisch müsste doch hinter der Tür wieder unser Atelier sein, oder? Nee, immer noch nicht. Das komische Bild von diesem komischen, hässlichen Mann. Ja, bitte? Wo ist denn das Telefon? Ah. Geheimzimmer? Ah. Da ist nur ein Telefon dahinter, natürlich. Hallo? 3? Wir haben noch gar keine Nummer. Jetzt müssen wir erstmal die Nummer rausfinden. Bevor wir hier großartig rumprobieren. Oh, ein Zettelchen. Babyface, the monster painting. Okay, es gab News über dieses Bild. Some paintings defy simple words, let alone a certifique. Certifique, certifique. Heute bin ich im Vorlesen echt die letzte Null, tut mir echt leid. A basic knowledge of the subject is an absolute must, if one is to even try naming them. Babyface is one such painting. Oh, ich bin echt behindert. This art anomaly draws tens of thousands of mediocrity enthusiasts. Ach, bin ich bescheuert. Enthusiasts. And Sunday, abstraction. Affictionados. Habe ich nie gehört, dieses Wort. Es tut mir wirklich leid. Aber in diesem Spiel kommen englische Worte vor, die nicht in meinem Wortschatz enthalten sind. Was mich wieder mal richtig schön dumm darstellt. 363. Ich habe verstanden. Ach, Freunde. 3 6 3. Geht jetzt noch eine Tür auf? Ah, okay, jetzt klingelt woanders noch ein Telefon. Nur wo ist die Frage? Alter! Ist das krank? Ah! Was geht denn hier vor sich? Thank you for playing the early access version of Liars of Fear. We hope you enjoyed it, and we can't wait to hear your feedback. Stay tuned for more madness. Das war's schon? Ah, das ist ja schade. Das ist schade. Das Spiel ist noch Early Access, das habe ich gar nicht gewusst. Okay. Das ist wirklich schade, Freunde, oder? Also ich hätte auf jeden Fall gern mehr gesehen vom Spiel, aber gut. Das war jetzt ein ziemlich abruptes Ende in Liars of Fear, Freunde. Ich habe mich ein paar Mal verlabert beim Vorlesen. Aber ansonsten war es doch eine ganz schöne Folge. Schade, dass es die letzte ist. Ist aber schon ein neues Horror-Let's Play in Planung. Ich habe schon ein neues Spiel so ein bisschen im Blick, was ich vielleicht sogar spielen werde demnächst. Mal sehen. Freunde, danke fürs Einschalten hier bei Liars of Fear Folge 4. Schon die letzte Folge leider von diesem Let's Play. Vielleicht kommt ja irgendwann mal noch mehr hinaus von diesem Spiel, wenn die Early Access vorbei ist. Vielleicht kommt da, geht das Spiel dann irgendwann mal weiter. Würde mich auf jeden Fall sehr interessieren und freuen. Wenn es weitergeht, spielen wir das natürlich weiter, auf jeden Fall. Ansonsten war es das erstmal hier mit Liars of Fear. Freunde, ja, ich werde eventuell die Tage auch mal die Endcard überarbeiten. So langsam bin ich es ein bisschen leid. Ich bin mir jetzt schon eine ganze Weile.
Vielleicht mal eine neue Optik, neue Musik, neue. Mal sehen, vielleicht baue ich das Ganze ein bisschen um. Mal gucken. Freunde, erstmal danke fürs Einschalten hier bei dieser Folge. Liars of Fear, danke, bis zu den nächsten Let's Plays. Wir sehen uns. Bis bald. Bye, bye.